Hallo, wir sind Sabrina und Paul und gemeinsam mit unserer Tochter und unserem selbst ausgebauten Camper Jay befinden wir uns auf Elternzeitreise durch den Balkan. Habt ihr Lust, uns zu begleiten? Dann folgt uns jetzt hier auf YouTube. Uns in Griechenland. Wir sind im Epiros, im nordwestlichen Teil von Griechenland, im sogenannten Pindos-Gebirge. Wir sind gestern aus Albanien rübergefahren und waren so circa eine Stunde an der Grenze beschäftigt. Es war ganz gut. Wir hatten irgendwie Horror-Stories gelesen, dass man teilweise 3 Stunden warten müsse. War bei uns nicht der Fall. Wir sind aber auch relativ früh über die Grenze gefahren. Ja, wir wollen uns jetzt erstmal das Gebirge hier anschauen, ein bisschen wandern, ein bisschen die kühlere Luft in der Nacht genießen, keine Moskitos, und danach geht es wahrscheinlich wieder ans Meer für uns. Also kaum in Griechenland angekommen, gibt es so viele Sehenswürdigkeiten und Highlights. Wir sind die ganze Zeit irgendwie nur am Anhalten und Sachen anschauen. Wir sind jetzt in der Vikos-Schlucht und hier wollen wir so alte Stufen hochkraxeln in ein Dorf, das früher, also bis 1970, nur darüber, über diese Stufen erreichbar war. Die Stufen kann man auch schon ganz gut dort im Berg erkennen. Das, was so zickzack nach oben führt, sind die Stufen. Zur Vikos-Schlucht wird übrigens gesagt, dass sie die tiefste Schlucht der Welt ist, weil sie an manchen Stellen 1100 Meter tief ist oder rund 1000 Meter. Allerdings waren wir auch schon in der Tara-Schlucht in Montenegro. Und da hieß es auch, dass es die tiefste Schlucht der Welt sei. Es hängt also immer ein bisschen davon ab, wie gemessen wird. Manchmal, oder es spielt die Breite am tiefsten Punkt eine Rolle. Und deswegen sagen viele, ja, unsere Schlucht ist die tiefste. Und der Aufstieg beginnt jetzt. Da steht der Jay. Wie geht's euch? Gut. Da oben ist eine Kirche, die wir vom Auto aus gesehen haben. Da laufen wir hin, dann noch zum nächsten Ort. Dann werde ich zurücklaufen allein und das Auto holen. So, wir haben es geschafft. Wir sind oben angekommen im Dorf. Jetzt was essen und dann gibt es einen Sprint für mich zurück zum Auto. Ich hab dir nur das größere Stück gegeben. Sieht wirklich gut aus. Auch wenn uns dieser Teil schon richtig gut gefallen hat, sind wir am nächsten Tag erst zu einem richtig geilen Spot in der Schlucht gelangt. Wir sind nun gestartet und laufen den Beloi Hike. Der führt dann dort oben irgendwo auf den Gipfel und da hat man dann eine tolle Aussicht in die Vikos-Schlucht. So heißt es. Ihr seht die 2 Damen vor mir, sind relativ warm angezogen. Gestern sind wir nämlich oben in der Schlucht angekommen und hatten dann nur noch 18 Grad. Wolken zogen auf und es war wirklich richtig frisch. Ja, auf dem gelben Schild war das Omega. Ja. Und dazu schon eigentlich Time. Und es gibt auch die Omega-Uhren. Und? Noch nicht. Noch kein Ausblick. Das war auch schon cool, gell? Hm.
Vom Video kommt es wahrscheinlich eh nicht rüber. Das, was ihr hier seht, ist nicht so imposant wie in echt. Man kann sich so ein bisschen vorstellen oder erahnen auf dem Bild, aber... Autos sind uns entgegengekommen in den letzten 5, würde ich sagen. Letzte Zeit. 5 Autos. Eineinhalb Stunden, in den letzten eineinhalb Stunden. Ja, also die Straße ist gar nicht mehr wirklich befahren. Umso schöner, man kann immer mal ein bisschen links, rechts schauen. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich gleich sogar eine Nachtrast einlegen. So wie der Herstellung der Fahrtauglichkeit natürlich, ne? Wir befinden uns jetzt nicht auf der A2, sondern auf der E92. Wir fahren nicht die A2, weil das eben eine Mautstraße ist und die E92 hier eben nicht. Und wir haben gelesen, mit hohen Autos zahlt man relativ viel Maut in Griechenland. Deswegen lassen wir es mal lieber sein. Haben wir ja genug Zeit. Ja, wir sind jetzt in Paga angekommen und wir haben jetzt gerade erstmal hier unsere Wäsche gewaschen, waren nebenan im Restaurant und jetzt wollen wir ein bisschen die Stadt erkunden. Viel los auf jeden Fall. Das Wasser ist mega schön. Seht ihr auch an den Leuten hier, ist mega viel los. Also es ist echt ein super süßes Fischerdörfchen. Nehmt allerdings keinen Kinderwagen mit, man muss ganz schön viele Stufen gehen. Extra vorher gefragt, aber die Frau in der Wäscherei hat anscheinend vergessen, dass die Stadt aus Stufen besteht. Wir sind jetzt bei der Burg oben. Don't do this. Man kann hier so ein bisschen über die alte Burg oder durch die alte Burg laufen. Sieht aber überall so ein bisschen heruntergekommen aus, also nicht so richtig gepflegt. Aber man hat meistens jedenfalls einen guten Blick auf den Strand. Ups, hier. Mega. Gönnung. BMI ist es. BMI. Wir waren in Pagas. Das ist ein kleines Fischerdörfchen am Meer. Klein, aber viele Touristen, würde ich sagen. Trotzdem war es sehr sehenswert. Wir sind einmal hoch zur venezianischen Burgruine und konnten von dort aus beide Strände sehen. Haben dann später auch noch entdeckt, dass es noch einen dritten kleinen Strand gibt. Da sind irgendwie größere Kiesel gewesen. Ja, wir haben uns kurz mehr erfrischt und sind jetzt auf dem Weg in die Acheron-Schlucht bzw. zum Acheron-Fluss. Dort haben wir bei Glücki einen Stellplatz bei Park for Night gefunden, wo man anscheinend nachts super stehen kann. Und ja, wir haben uns entschieden, jetzt heute Abend schon hinzufahren, damit wir morgen früh direkt im Fluss wandern können, bevor die ganzen Touristenströme kommen. Wir sind jetzt am Acheron-Fluss und wir haben uns eine Flusswanderung ausgesucht bzw. eine Wanderung am Fluss entlang. Und ja, Outdoor Active sagt jetzt erstmal, start auf der anderen Seite des Flusses. Wir suchen jetzt mal eine Brücke oder die Möglichkeit, irgendwie rüberzukommen. Ja, Zipline. Zipline wäre eine Option. Mit Kraxe schwierig. Wir müssen halt einen sehen, der da durchläuft. Da könnten wir ihn fragen. Wo können die Zuläufer? Die finde ich auch so. Wir sind in Germany. Ich weiß nicht, du guckst aber, wie tief es wird. Mhm. Und dann weißt du, ob du mit Josefine so gehen kannst oder nicht.
Ja. Ich denke mal, die Kamera wird nicht nass werden, oder? Die ist ja wasserdicht. Nee. Ist sie? Glaubt ihr mir nicht, oder? Ja, guck mal, was die Mama da macht. Ja, von Lett auf dem Weg hierhin hat uns ein Grieche, der Grease, der ist gerade da hinten Wasser holen, geholfen zu zeigen, wo wir hier am besten durchwarten können. Und man sieht schon, ne, da ist es relativ tief, aber da müssen wir rüber. Ja, wäre schon lustig, wenn Grieche Grease heißen würde, hieß aber eigentlich Chris. Also, er sagte gerade, ich soll versuchen, hier vorne durchzugehen. Wir haben es geschafft. Wir sind einmal durchs Wasser. Deswegen fühlt es sich nicht so happy aus. Da ist das Tal, wo sich der Fluss entlang schlingelt. Oder schlängelt. Da schlingelt der Fluss. Und hier wandern wir jetzt hoch. Puh, eine Höhle. Etappenziel. Irgendwie habe ich mir die Brücke aber ein bisschen schöner vorgestellt. Also natürlich die Brücke. Nicht so, wie wir es davor gewohnt waren. Okay. So, wir sind jetzt hier im Acajontas-Tal angekommen, ganz unten im Wasser. Acajontas ist übrigens der kleine Bruder von Pocahontas gewesen, daher der Name. Und wir sind da oben gerade lang gelaufen. Der Weg ist ziemlich abwechslungsreich. Man läuft durch Sonne, durch Bäume, also durch Schatten. War ein ganz schöner Weg, kann man easy laufen. Und jetzt ist eigentlich der Gedanke, dass man hier so zurückläuft durchs Flusstal. Aber mit einem kleinen Baby ist es für uns leider nicht so möglich. Aber es sieht schon ziemlich geil aus. Hier oben bei den alten Wassermühlen sieht man, wie zwei Flusstale zusammenfließen. Und links, wo es so schön hell ist, merkt man, dass es gleich viel kälter ist als rechts von dem anderen Fluss. Man sieht hier, wie das genau zusammentrifft. Und hier, wo es von rechts kommt, sind auch Algen. Da sieht man, dass es einfach direkt viel wärmer ist. Es ist echt kalt. Handy weg. Eieiei. Sabina sagte eben, dass hier so große Forellen oder sowas gewesen sind. Mal gucken, ob ich eine finde. Jetzt wird's kritisch hier. Wenn ihr die Option habt, hier ohne Kind und sonst irgendwas lang zu laufen, geht auf jeden Fall den Fluss bergabwärts. Schon eine gute Gaudi. Die Wanderung liegt hinter uns und wir haben uns jetzt noch hier in so einer ganz netten Taverne gestärkt. Die liegt auf der anderen Seite vom Parkplatz, ist also überhaupt nicht touristisch überlaufen und es sitzen eher Einheimische hier. Die Wanderung an sich war total schön, ein bisschen Schatten, teils in der Sonne, aber dadurch, dass das Wasser vom Fluss so kalt ist, ging es von den Temperaturen her eigentlich. Und wir waren auch ziemlich früh unterwegs, also ist der Tipp, den es eigentlich immer gibt, früh starten. Wir kamen an bei den Ruinen von der Wind, von den Wassermühlen und es war noch gar keiner da und dann hat sich so nach und nach ein bisschen gefüllt, aber es war auch nicht super überlaufen. Also man hatte auch immer so sein eigenes kleines Plätzchen und konnte eben total schön durch den Fluss wandern und die Stromschellen so ein bisschen überqueren und ein bisschen ins Wasser springen. Also eine schöne Wanderung und mit Kind in der Kraxe dann halt einfach nicht den Fluss entlang, sondern den Wanderweg einfach wieder zurück zum Parkplatz. Auf dem Weg nach Lefkada haben wir jetzt schon zwei Quellen angefahren, um Frischwasser aufzufüllen und die dritte fasst endlich Wasser. Da sprudelt sogar hier überall das Wasser noch aus dem Boden raus und läuft hier ab. Somit können wir unseren Tank jetzt wieder frisch auffüllen, sodass wir hoffentlich coole Spots auf Lefkada finden werden, weil dort scheint die Trinkwasserversorgung nicht so optimal zu sein. Also auffüllen und weiterfahren nach Lefkada.
wir sind doch nicht auf Lefkada. Wir sind, da hinten ist Lefkada. Wir sind jetzt doch noch hier geblieben, auch mitten auf dem Weg, haben angehalten bei dieser Bar, weil Josefine nämlich ein bisschen quengelig war und wir dann glücklicherweise hier gehalten haben. Ganz chillig hier. Wenn ihr wissen wollt, wie lange wir dort abgehangen haben und ob wir es wirklich auf Lefkada geschafft haben, dann abonniert jetzt unseren Kanal und freut euch aufs nächste Video. Bis bald!